Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley mit mir, eurem Slenderman. Und ja, heute ist wieder ein großartiger Tag, denn unsere Zäune sind kaputt. Wer mag das? Wer liebt es denn nicht? Wo haben wir die Zäune hingemacht, ist die Frage. Da haben wir die Zäune hingemacht, ist die Antwort. Und ich verstehe auch nicht genau, warum hier alles kaputt geht. Bis alles kaputt ist. Danke, dass hier keine... kein Huhn abhaut. So. Und weil ich euch jetzt allen Hallo und Tschüss gesagt habe, würde ich sagen, ist es langsam an der Zeit. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Entner hin, aber das habe ich wirklich aufgehoben und ich habe es nicht mehr mitbekommen. Und es ist ganz kurz laut, oder eventuell mache ich das Mikrofon sogar weg. Tatsächlich habe ich das Minute-Programm rausgemacht. Ich habe mir eine Markierung gesetzt. den Mais, den kann ich auch wieder einsammeln. Danke für den Mais. Der macht mich echt heiß. Ein legendäres kleines Ei. Muss man auch mal gehabt haben. Bumbus. Ich würde aber gerne an Matschspalt ran. Hallo. Hallo. Maschili Matschball. Danke. Und jetzt nur noch du, Milka. So. Wir haben alle noch Essen. Alles in Ordnung. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich fertig bin mit Gießen. So. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und ich sehe genauso aus, wie ich denken kann, nämlich gar nicht. Ja, ich sehe gar nicht aus. Wir haben noch eine Aubergine gestern vergessen. Das war ganz unten die. Wahrscheinlich wird die jetzt nicht mehr wachsen. Egal, ich werde der Wahl als erstellt Kopien davon. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Ich frage mich, wie viel das kostet. Ah ja, stimmt ja. Wir wollten heute noch eine Sache machen. Und zwar haben wir hier Wildhonig. Nicht den Wildhonig, den wollten wir nicht machen. Nicht, dass wir die Möglichkeit dazu hätten, selber Wildhonig herzustellen. Wir sind ja keine Bienen. Aber wir wollten heute etwas sehr, sehr, sehr viel Wichtigeres machen. Worauf ihr euch schon alle lange gefreut habt. Seit locker 3 Folgen. Oder 2. Oder einer. Ja, 2. Ich würde sagen 2. Es nannte sich, wir sind dran vorbeigelaufen, 1 wildes Pam. Was zur Hölle? Hey, hast du es mit dem alten Bus gehört? Genau, ich bin wieder im Sattelkit. Hey, ist echt schön. Kann man das? Ein Ticket für die Calico-Wüste kaufen? 500 G. Und nur weil ihr es seid, ja.
Die Kaliko-Wüste. Die Musik. Einfach nur traumhaft. Das Illuminati-Zeichen. Wunderschön. Die Kokosnuss. Einfach nur erfrischend. Der Slenderman hat einfach nichts zu essen dabei. Ein Kunde? Hi, willkommen in Sandys Oase. Hey, du siehst, wie der neue Hofbesitzer aus, über dem Emily geschrieben hat. Dann funktioniert die Buslinie Richtung Sternental wieder. Oh, ich bin so froh. Seltene Saat zu verkaufen. Und du da hinten, was machst du so? Hi. What? Netter Versuch. Okay. Kaktussaat. Rhabarbersaat. Rhabarber? Kann nur innen gepflanzt werden. Braucht 12 Tage, bis sie gewachsen ist und produziert dann alle 3 Tage Früchte. Sternenfruchtsaat. Pflanze sie im Sommer, wächst in 13 Tagen heran. Saisonpflanze. Eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert. Sie benötigt kein Wasser. Kokosnuss. Ja doch, die Kokosnuss, die finde ich schon woanders. Danke, dass ihr mir das Geld aus der Tasche zieht und nicht mal Essen zu verkaufen habt. Kaktus. Kann ich die Kaktusfrucht essen? Perfekt. Ich habe nämlich richtig, richtig wenig Energie. Und das ist schlecht für die Wüste zu erkunden. Aber das Erste, was wir in der Wüste offiziell machen, ist Angeln. Alter, was geht bei diesem Fisch ab? What the f- Okay, die Fische hier sind viel zu unmenschlich für mich. Ein Eingang. Die Tür ist verschlossen. Okay. Die Tür zu diesem mysteriösen Eingang ist also verschlossen. Dafür haben wir hier eine weitere Kaktusfrucht, die mein Leben wieder, meine Energie wieder hochpusht. Aber sonst nichts weiteres. Das ist sehr schade. Kann ich vielleicht noch mit der Frau da drin so persönlich reden, so ein bisschen? Bitte schau bald wieder vorbei. Hier draußen wird es mir oft so langweilig. Ja, so oft kann ich nicht vorbeikommen. Ich meine, ich habe nicht Geld, um alles. Oh Gott, ihr müsst aber wieder ein bisschen euer Haus renovieren, Leute. Zurück zum Sternentotal. Ja. Jo, genau. Die fährt dann nicht die andere Richtung nochmal zum Sternentotal. Pam ist wieder am Start. So. Und genau eben diesen Wildhonig brauchen wir. Wie ihn produziert wird. Okay, also ich habe keinen Honig, sondern ich habe Wildhonig. Wie kann ich denn aus Wildhonig Honig machen? Aprikose. Apfel, ja, ich hätte gerne Äpfel. Ich
Warum blinkt ein Apfelbaum? Hier kann ich die Kokosnuss abgeben. Und die Kaktusfrucht, wenn ich eine habe. Ich würde sagen, wir gucken in den nächsten paar Folgen nochmal vorbei. Hab nämlich total vergessen, dass ich eine Kaktusfrucht abgeben muss. Der hier hat auch schon geschlossen. Acht. Hast du die Minen schon viel erkundet? Ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden kannst. Genau, dir würde ich gerne noch eine Kokosnuss schenken. Danke, sieht nett aus. Habe ich dir jetzt schon alles geschenkt? Ja, zwei Geschenke. Dir kann ich, also, du hast Penny diese Woche bereits zwei Geschenke gegeben. Das ist genug. Hi, geht's dir gut? So. Komm rein, komm rein. Guten Abend, kann ich dir etwas bringen? Habe ich ihn jetzt kennengelernt? Gas. Jetzt fehlt nur noch die hier. Wo finde ich das Weib? Ich glaube, die heißt Lea. Wenn mich nicht alles täuscht. Weil ihr was wissen, ich gucke einfach in der Map nach. Elliot's Hütte. Sterntaler Museum. Schmied. Haus des Bürgermeisters. Emily Haley. Shelly kennt Sam. Leas Hütte. Darf ich in Leas Hütte eintreten? Ich glaube nicht. Nope, ich glaube, dafür muss ich mit Lea befreundet sein. Es ist verschlossen. Okay. Ist verschlossen. Okay, die haben alle geschlossen. Da ich diese Folge wirklich nicht mehr viel machen kann, würde ich sagen, let's go! Ab ins Bett mit dir, Slendy. Bevor du nicht den ganzen Mist, der nicht wegen dir kaputt gegangen ist, wieder repariert hast. Hier noch zwei oder drei Eier holen. Und den ganzen Mist einlagern. So. Was kann ich noch einlagern? Was kann ich noch einlagern? Warte, da habe ich gerade. Genau, das kommt nicht da rein. Genauso wenig wie das hier. Und die Mayonnaise kommt auch nicht da rein. Mensch. Noch irgendwas? Nee. Bauen wir mal 10 davon. Und hier baue ich noch ein bisschen was. So. Und erstmal den ganzen Zaun erneuern. So. Hier sind noch keine Probleme aufgetreten, da ist noch alles in Ordnung. So, dann. Was wollte ich denn noch machen? Ah ja, genau.
So. Ah ne, warte, was steht da drauf? Nochmal abbauen? Eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert, sie benötigt kein Wasser. Yo, und ich würde sagen, nächste Folge wird ein wunderschöner sonniger Tag. Fischfokus, Glasaugenzeug. Und ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein, Leute. Ciao.